So Leute, weil ja bei Planet Coaster 2 rauskommt, habe ich mir gedacht, mache ich mir nochmal eine Challenge in Planet Coaster 1. Und zwar habe ich hier so ein 25x25 Feld und da baue ich dann mal den Mini-Park. Soll auch schön werden und ja, würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Falls ich ein bisschen komisch aussehe, liegt es daran, dass ich eine Weisheitszahn-Obi hatte. Ich habe schon mal hier so ein paar Info-Dinger gemacht und Mini-Park hingemacht. Aber ich würde sagen, wir fangen dann an mit der ersten Achterbahn einfach so. Macht das so, dass der Achterbahn einmal so um den Park rumgeht. Schlauste ist, glaube ich, so ein Typhoon. Dann nehme ich hier so ein Smiler-Fake. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, das geht noch. Dann fange ich ja an mit dem Bauen. So, eine Art Layout habe ich jetzt, aber ich glaube, ich kann den Coaster, glaube ich, nochmal ein Stückchen kleiner bauen. Ich muss ihn vielleicht gleich nochmal ein bisschen schneller machen, weil da stoppt er eh hier oben, glaube ich, einmal. Da kann sogar nochmal eine Ecke langsamer gehen. Ja, das geht. Und ich habe auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen glätten. Dann sehe ich sonst von der Abwertung her, sieht das ganz gut aus. 4,8G. Ja, gut. Ich guck mal, ob ich es vielleicht doch nochmal ein kleiner mache. Dann smooth ich generell direkt jetzt schon mal alles. Ah, den könnte ich sogar noch ein bisschen niedriger machen. Auf jeden Fall muss er niedriger. Knapp. Der Airtime hier, der wird gut genommen. Da wird ja einmal kurz gestoppt ein bisschen. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, dann hier nochmal gestoppt und dann wird er hier abgebremst. Gut. Das ist der erste Ride und dann wird jetzt erstmal eine Warteschlange zugebaut. So, irgendwie die Aufnahme ist abgebrochen. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier so ein paar Dinger hingebaut. Hier Klo, Erste Hilfe, zu Essen schon mal, ein ATM. Und hier halt ein bisschen Szenerie gemacht, hier so ein Häuschen drauf gemacht. Ich mache hier nochmal gleich ein bisschen Röschen drauf. Ja, und das war's dann erstmal vom ersten Coaster, ich würde sagen. Ich mache hier irgendwie aber auf jeden Fall noch irgendwie so ein ja, kleines Karussell oder so hin. Jetzt habe ich hier so ein Karussell hat das, glaube ich, ne? Hingebaut. Sieht ganz cool aus, finde ich eigentlich. Ja, ein bisschen Zeugs hier hingebaut. Nochmal einen Laden hier zu der kleinen Ladenecke. Und das soll jetzt auch an sich für den Themenbereich gewesen sein. Ich habe hier schon eine kleine Launch-Coaster-Stil-Achterbahn hingebaut. Habe die an sich noch nicht gesmoothed. Muss auf jeden Fall noch gemacht werden und auf jeden Fall noch eine Blockbremse irgendwo reingepackt werden. Aber mal gucken, wie die sich fertig. Ich habe die auch selber noch nicht gefahren. Mal gucken. Doch an sich erstmal ganz gut aus. Oh, ist ein Choppy da. Müssen wir mal ein bisschen gesmoothed werden. Das sieht aber ganz gut aus. Dann da. Da könnte irgendwo dann die Blockbremse kommen. Und dann geht es wieder in die Station rein. Ja gut, kann man machen. Lass ich die da stehen und dann kommt hier noch so eine kleinere Bahn hin, die dann sich den Bereich unterstützt. Und dann kommt hier nochmal so ein Ding hin, würde ich sagen, in der Art. So, der dritte und letzte Rollercoaster ist jetzt, denke ich mal, auch fertig. Du bist ja schon mal eine Schlange gemacht. Habe ich auch schon mal mit einer Warteschlange gemacht. Ich denke mal, ich theme das ein bisschen anders, das ein bisschen anders. Und dann kommt in der Mitte entweder zu dem was hin oder zu dem was hin, je nachdem. Wir so eine Art Treppen-Drop gemacht. Habe auch geguckt, dass das nicht zu hart ist. Ich glaube, 3G maximal haben das. Deswegen dann jetzt so eine riesig lange Helix. Dann geht's nochmal hoch, dann so ein Turn und so eine Helix, wo man halt nach außen gezogen. Dann einmal dafür, dass die Leute dann da langlaufen können und dann so eine Art wilde Mausdrehung. Aber ja, ich mach das nochmal schön und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen viel weiter gebaut. Um ehrlich zu sein, würde ich sagen sogar, dass der Park relativ fertig ist. Ich habe es genau zu sein 1234 Leute gerade gehabt. Also ungefähr 1200 Leute habe ich in diesen kleinen Space hier gepackt. Drei Bahnen jetzt und drei so Fahrgeschäfte. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Bahn hier, weil die gerade auch hochfährt, glaube ich. Ja, perfekt. Und ich setze mich nach da. Dann habt ihr schon mal einen kleinen groben Überblick über das Ganze. Aber ich meine,
viel ist hier eh nichts noch zu entdecken, würde ich sogar sagen. Die Bahn gibt dann nochmal einen Airtime Hill und dann stoppt die hier. Dauert immer Jahre, bis das hier weitergeht. Klickt man nochmal hier lang. Und ja, das war's dann mit der. Ich habe die jetzt Time Rider genannt. Einfach weil an sich, wir haben jetzt hier Alpen, wie bayerisch Zeugs, dann da ein bisschen Wüste und hier ein bisschen, ja, so Ritterzeugs so. Ja, Warteschlange ist jetzt auch nicht so das Schöne. Also der Park ist jetzt wirklich nicht schön, aber ich habe einfach Spaß gehabt gerade, hier so einen kleinen Park zu bauen. Und ja, wenn man dann hier links weitergeht, ja, kommt man dann hier in den bayerischen Part. Finde ich auch schön, dass die Bahnen hier mal manchmal ein bisschen lang fahren. Und zur Alpenmaus, ist auch so ein kleines Schildchen dran. Ich habe jetzt aber nichts gemacht, dass es dreht oder so. Da hatte ich jetzt eher weniger Bock drauf. Und die rechts hier nochmal zugucken, sagen, dass man hier losfährt. Das habe ich auch noch mal ein bisschen mehr abgesnooft nochmal. Habe ich hier so ein paar Steine gemacht, so eine Art Weg. Ein Wassersplatter. So hier lang. Da hoch. Dann diese Kurve, die ihr schon kennt. Und dann geht es einmal nochmal weiter hoch, weil irgendwie wollte der Weg da nicht gehen. Und dann habe ich hier nochmal so eine Art normales Maus-Element reingepackt. Ja. Stationsgebäude jetzt auch nicht das Schönste. Da hat jetzt nicht so Wert drauf gelegt, dass es. Ja, und dann kommt man da wieder runter und kann sich nochmal das hier angucken. Oder man geht dann hier zu diesem, das habe ich auch irgendwie Desert Eagle genannt, weil man an sich ein bisschen fliegt oder so, zu diesem Kickflip hier. Oder man geht jetzt zu Wüstenschlag und das hier ist sogar noch ein Element, was ich selber gebaut habe, weil ich fand, wenn ich das einmal zeigen kann, hatten die von hier ab bis hier keine Stütze gehabt und da habe ich mir gedacht, okay, baue ich hier eine Stütze hin und dann kann ich auch dann direkt da den Namen von der Achterbahn reinpacken, und zwar Wüstenschlag, habe ich das hier genannt. An sich auch immer, wenn man hier lang fährt, dann fährt dann auch so ein Zug da lang. Ja, auch ganz schön eigentlich, die ein bisschen interagieren miteinander. Ich habe jetzt auch nicht so viel verändert, außer jetzt ein bisschen Szenerie, nochmal ein bisschen gesmoothed. Habe ich auch noch so einen Wassersplatter, aber den sieht man an sich nicht, weil er ein bisschen klein ist. Dann hier diese kleine Helix, dann hier ein bisschen hier. Und dann gibt es aber hier mal das hier. Davor war, glaube ich, auch nur Outback heißt es, glaube ich, oder Outbank. Und dann kommt man hier auch noch eben kurz in eine Bremse, weil das sonst zu schnell gewesen wäre. Und ja, das war jetzt an sich der kleine Park. Also wirklich ein kleiner Park. Ich habe schon die kleinste Fläche genommen, die man an sich nehmen kann. Und das ist nur mal einiges kleiner, um jetzt mal gleich zu haben. Ich nehme Steam Workshop, sondern von Frontier selber so eine Achterbahn. Die ist schon an sich größer als der ganze Park, als so eine ganze Achterbahn. Aber ihr seht auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr kompakt im Vergleich zu selbst diesen vorgebauten Fahren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen vom Minipark. Wenn ja, dann gerne ein Like da lassen. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, 4 Stunden, glaube ich, erst dran gesessen. Hat Spaß gemacht. Ist, glaube ich, auch das Letzte, was ich jetzt bei Planet Coaster so gemacht habe. Das warte ich eher jetzt auf Planet Coaster 2, um da jetzt ein bisschen Vorfreude zu haben. Ungefähr einen Monat jetzt noch. Wenn das Video, glaube ich, rauskommt, noch ein paar Wochen, glaube ich. Und ja, ich finde die Silhouette, die sieht auch relativ geil aus. Und mit dem Ding hier, dann das Ding, hier der Immelmann, hier der Looping. Na doch, hat schon ein bisschen was, der Park. Ja gut, wie gesagt, danke sehen und ciao. Leute.